So. Genial. Diesmal habe ich mich wirklich. So, dann probieren wir es mal. Ich sollte vorsichtiger mit Goals Bewusstsein umgehen. Wer weiß, ob es vom Backup noch ein Backup gibt. Na gut. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar, hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Oh. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter, oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie noch mal drauf reinfallen. Ich hätte ihn ja gerne mal gesehen in diesem Kostüm. Muss ich ja sagen. Allein die Frisur, die sah so täuschend echt aus. Oh nein. Sabalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Oh nein. Wieso musste das passieren? Vielleicht wieder bei diesem verdächtigen Lämpchen. Diese Lampen haben die müssen etwas damit zu tun haben. Ich weiß ja. Es einfach. Es kann einfach nur so sein. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Oh Mann. Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Okay. Aha, ja. Eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Juhu. Jetzt hast du das eine Mal schon so gut gemacht auf dem Organon-Kreuzer. Eigentlich andauernd. Er rettet sie ja permanent. Stimmt, ja. Sehr gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, war mir schon fast klar. Irgendwo hier wird sie sein. Ah, okay. In diese Richtung. Wow, und ich darf sogar mal wodurch.
Okay. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Das glaube ich auch. Ah. Okay. Nadelhaufen. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Er hat tatsächlich einen Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Ich bin begeistert. Das ist auch nicht so einfach. Interessant, das Ganze mal umgekehrt zu sehen. Sonst noch was? Oh. Nee, okay. Ach ja, wir haben einen Strohhalm. Finde ich das jetzt gut? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Was könnte man hier machen? Ja, da geht doch. Wow, es funktioniert hier fast alles, was ich ausprobiere heute. Ja, vielleicht hast du deine Brille geputzt oder so. Ich hab zwar... Wohl, ja, daran muss es liegen. Das ist ein Avialflansch. Okay. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Okay. Ah. Ein Haken. Was machen wir denn mit dem Haken? Okay. Irgendjemand will wohl, aber so, ich bin in Kuh. Viel mehr Möglichkeiten haben wir. Oh, was haben wir denn? Boah. Ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Ist das so? Hey Wal! Ich habe hier lecker Phosphorzuckerwatte für dich. Wer weiß, wie alt die schon ist, aber egal. Komm, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. Ich denke, er sieht hungrig aus. Komm, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. Ah, ja. Sonst haben wir ja noch einen Strohhalm. Keine Chance. Weil ich ja jetzt direkt an meinem Arbeitsplatz sitze, kann ich mal gucken, ob ich noch die alte von Deponia Fehlermeldung. Wir benutzen ja zum Bugfixing natürlich ein Fehler-Protokoll-Tool sozusagen, wenn man so möchte, wo wir alle unsere Fehler eintragen können und halt unterschiedliche Kategorien einordnen können und halt dann bestimmten Leuten, die halt an dem Problem gerade sowieso arbeiten oder arbeiten könnten, dem das zuweisen. Und das Schöne ist, man kann sie auf erledigt setzen, aber sie verschwinden nie vollständig aus diesem Tool. Okay. Und auch unsere alten Projekte haben wir noch drin. Das heißt, ich könnte jetzt mal das alte Tool, der neu reportet wurde in diesem Raum, ob ich den jetzt noch finde. Moment. Genau. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsfehler und ich lese ihn euch im Original vor. Okay. Wenn ich ihn finde. Ach verdammt, welche Raumnummer hatte der Raum? Das hängt noch an meiner Wand. Das hier ist 3008.
hinterm Kabelschacht. Achso, Status ausblenden erledigt und darüber, das darf ich natürlich nicht machen, weil er ist ja erledigt. Das ist eine Software, die alles auch ein bisschen leckt. Mhm. Sonst wäre ich jetzt hier... Ich blende nichts aus. Ich suche nach Fehlern in 3008. Er sucht noch. Wir haben Zeit. Das ist ein ernüchterndes Ergebnis. Könnte natürlich auch einfach sein, dass der tatsächlich mal rausgelöscht wurde von jemandem, der das Band ist, aufräumen wollte. Also so ist das Programm, mit dem wir arbeiten. Nein, hier. Die alle. Okay. Hier gab es eine ganze Reihe von Fehlern in diesem Raum. 24. Was? Okay. Also über die Zeit, also über die ganze Produktionszeit hinweg ist das eigentlich nicht so viel. Ach so, okay. Also ja, Grafikfehler. Ja. Hier sehe ich ein paar Grafikfehler, Textfehler. Textfehler. So. Oh, hier ist der... Genau. Ah, genau. Das, ich liebe diesen Fehler. Der wurde hier von einem Tester eingetragen. Wahl weg, trotzdem fishy fishy. Das ist die Fehlerbeschreibung. Wahl weg, trotzdem fishy fishy. Wir wussten alle, was gemeint ist. So, und haben sich auch nicht darüber gewundert, dass wir irgendwann von irgendjemandem darauf angesprochen wurden. Was soll das denn heißen? Oh Mann! Das ist. Oh, man weiß, was gemeint ist, ja. Das ist wirklich eine geniale Fehlerbeschreibung. Ja. Sie trifft's ja. Sehr gut. Na schön, Wahl. Nimm dies. Er sieht mich auch so gut genug. Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Ich mag Katzen. Oh. Okay. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Okay. Ich will die ganze Zeit diesen Wal ärgern. Aber... Die zweite Datasette bleibt vorerst besser mein Geheimnis. Die zweite Data... Jemand will wohl nicht, dass ich ihm voll... Aber ich in Ku... Okay. Ein Rambock wäre mir lieber. Aber vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Hier ist es hell genug. Hier haben wir sonst nichts weiter, okay. Vielleicht finden wir auch da innen drin nochmal was? Wenn wir schon mal hier sind? Nur Wasser. Naja. Irgendetwas wird uns doch hier weiterhelfen. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay. Das ist schlecht. Ich spare... Ich krieg schon wieder Hunger. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt probieren will, aber... Ich tu's mal. Genial! Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Neue Mission. Er hat das tatsächlich gemacht! Oh Mann! Sehr gut. Allein dafür hat sich's gelohnt. Ich spare mir meine Telekinese. Ah. Bist du diesen ganzen Weg gelaufen, nur für diese Meldung?
wirst du daran auch nicht kommen. Ich spare mir... Ich spare mir meine... Kommst du auch nicht hin? Okay. Dann wirst du dahin auch nicht kommen. Hier willst du wirklich nicht hin? Ich spare mir... Ah. Dieser Rufus! Ah, was haben wir denn? Ach, das ist nur die Phosphorspur hier. Ah. Wahl, wie kriege ich dich nur weg hier? Können wir nicht mal mit dir reden? Der Wahl sieht hungrig aus. Sieht hungrig aus, aber wir haben ja nichts. Ja! Wieso probieren wir nicht mal, falls das überhaupt noch geht? Sie schimmert leicht im Dunkeln. Wir holen ihm mal eine andere Zuckerwatte. Was könnte einem Wal besser schmecken als eine gute Calzone? Also wenn ich ein Wal wäre... Nee, ich weiß schon was. Ich bin also sicher... Wenn ich die Wahl hätte, jetzt in diesem Fall, wenn ich der Wal wäre. Wenn ich ein Wal wäre, dann würde ich doch bestimmt eine Calzone bevorzugen. Ich bin sicher, manche Leute hätten mir jetzt zugetraut, dass ich das tatsächlich probiere. Aber es würde ja Sinn machen, dass er auf Sardellen steht. Wenn es so ein richtiger Wal ist. Das ist eigentlich fast schade, dass keinen tatsächlichen Nutzen für die Calzone-Zuckerwatte gefunden haben. Hätte eigentlich was gehabt, ja. Man hätte halt nach dem Wal noch halt irgendwie ein anderes Säugetier reinskripten können, das halt weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, italienische Wurzeln hat. Das wär's gewesen. Gut, ich weiß nicht, wie weit fortgeschritten Deponia 2 jetzt schon ist, aber... Das wäre doch eine Idee. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Das können wir ändern. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Nicht dein Ernst.